Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video gehe ich mal den lieben Achim und den lieben Johannes besuchen. Das Video entstand eigentlich so, dass ich zum Achim immer gesagt habe, ey, ich muss mal vorbeikommen, ich will mal anschauen, was du und der Johannes so machen. Und das Ganze ist irgendwie immer im Sande verlaufen. Und aus dem Grund habe ich mir dieses Mal gedacht, ich gehe ihn einfach mal besuchen und die sollen mir einfach mal zeigen, was sie so an coolen Maschinen haben. Denn die arbeiten viel mit Holz, mit Beton und haben auch einige coole Maschinen da rumstehen. Und genau die will ich mir heute mit euch mal zusammen anschauen. So, ich bin jetzt gerade hier auf dem Gelände angekommen und die haben jetzt noch ein bisschen was zu tun, deswegen kann ich mir das hier alles mal so ein bisschen in Ruhe anschauen. Die bereiten gerade alles vor für einen Betonguss und zwar haben die hier solche Formen, damit die eben solche großen Legosteine herstellen können. Also es sind quasi große Legosteine aus Beton am Schluss und wie dieser Gussprozess aussieht, schauen wir uns gleich noch an. Woher kenne ich den Achim übrigens? Ich war mit dem zusammen in der Ausbildung und da hat er mir damals schon immer erzählt, ja, die machen Hackschnitzel. Denkt mal halt, okay, die machen Hackschnitzel, aber ist alles schon ein größeres Unterfangen, wie man jetzt sieht. Der erste Moment ist er eh noch auf einer Baustelle Hackschnitzel machen, aber ich denke, da werden wir später auch noch ein bisschen was sehen. Jetzt kommt der Beton. Jetzt wird das Ganze einfach in die ganzen Blöcke eingefüllt. Die Kunde, die ihr das Ganze macht, für was benutzen die Blöcke? Zur Hangabsicherung. Ich kann noch ein paar Fotos zeigen. Okay. Wenn du Hangabsicherung willst, wenn du Grundstück infassen willst, wir haben eher den Bau zur Schüttgutboxe. Wenn du zum Beispiel so Sand, Kies oder was auch immer im Absatz hast, dann brauchst du da so Schüttgutboxe. Kann ich dir auch noch ein paar Fotos zeigen. Ach, quasi wie bei euch mit dem Hackschlüssel? Ganz genau. Ah, okay. Die haben also auch eigene Statik, die Dinger. Da kommt dann genau raus, wie hoch kannst du die Bauer mit welchem Schüttgut drin. Um dann festzustellen, kann ich da jetzt noch drei Reihen drauf machen oder nicht? Da habe ich genug geladen. Mhm. So, es gibt auch die Möglichkeit, die Dinger miteinander zu verbinden. Das heißt, du baust hier wie so eine Art Leerrohrin, wo du dann quasi Stange durchstecken kannst, um dieses System in sich dann einfach nochmal stabiler zu schalten. Das könntet ihr hier dann quasi auch direkt einbauen? Das können wir auch machen, ja. Aber weil das jetzt ein Kundenwunsch war, habt ihr das quasi so gemacht, wie ihr es jetzt gemacht habt? Nee, in der Tat, weil das jetzt ein Kundenwunsch, der gesagt hat, er braucht lediglich diese Anker, um das auf der Baustelle transportabel zu haben. Ansonsten gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wie du so einen Betonstein verarbeiten kannst. Mhm. Es gibt Einsätze für Beleuchtung, es gibt Einsätze für Mülleimer. Diese Betonklötze werden auch gerne irgendwie auf Stadt- oder Volksfesten eingesetzt, so als Terrorsperre. Mhm. Und auch da entwickeln wir im Moment unterschiedliche Modelle mit Mülleimer-Einsatz, mit Dekorationseinsatz. Das heißt, ich kann da oben noch eine Blumenvase draufstellen. Ich habe Getränkehalter, die ich hier einlassen kann. Also ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Okay. Bis hin natürlich, dass ich aus so einem Stein auch ein wunderbares Möbelstück gestalten kann. Das heißt also, mit einer Abdeckung aus Holz habe ich innerhalb kürzester Zeit eine ganz, ganz tolle Bank hergestellt. Ich habe die Möglichkeit, Werkzeugfächer einzusetzen. Das heißt, je nachdem, wo ich das Ganze auf der Baustelle habe oder in der Firma habe, kann ich hier noch Werkzeug unterbringen. Also das gibt unendlich viele Möglichkeiten. Mhm. Wenn die an Privatleute verkauft, was kosten so ein Stein? Das kommt auf die Größe an. Also ich sag mal, für den normalen Garten, wenn man da irgendeine Hangabsicherung
benötigt, braucht man natürlich nicht diese Größe. Das heißt, ist das die größte Größe? Oder? Genau, das sind jetzt irgendwie 1,60 Meter auf 80 auf 80. Wir haben die aber auch in der Größe 1,20 Meter auf 60 auf 60. Da sind die auch vom Gewicht her deutlich leichter, viel besser handelbar und das reicht dann auch für einen Privatkunden. Dann liegt danach so ein Stein bei roundabout 100 Euro. Was ich eben nicht gefilmt habe, in dem Beton ist quasi, sind jetzt jeweils zwei solche Stäbe. An den Stäben kann man das Ganze hochheben. Ich zeige es euch mal an fertigen Steinen. Entschuldigung, gerade so ein Ankersystem, das zeigt er dann noch. Das ist im Prinzip der Anker, der hier einbetoniert wird. Der hat eine Zugkraft. Jeder Anker von 2,5 Tonnen ist auch dementsprechend zertifiziert. Und befestigt wird das Ganze mit so einem irgendeinen Kugelkopfhebeanker. Das heißt, den stecken wir hier rein. Und schon haben wir an dem ganzen. Den ganzen Stein am Haken. Abgefahren. Wie schwer sind die kleinen Steine nochmal? Der kleine Stein hat jetzt ungefähr 1200 Kilo und hier haben wir 2460 Kilo reines Betongewicht. Also weil du es angesprochen hast, wenn man sich einen Garten stellt, die muss man dann mit dem Kran hinstellen. Ja, ja, das ist jetzt nicht was, was man irgendwie mal am Samstag mit dem Nachbarn gemeinsam von A nach B trägt oder mal schnell aufgestellt hat. Das ist dann schon ein größerer Akt. Okay. Cool. Jetzt ist auch übrigens der Typ da, mit dem ich in der Ausbildung war. Ich glaube, wenn man sowas macht, dann muss man irgendwie irgendeine Krankheit haben. Hey, du Geiler. Und? Gut, bei dir? Soweit? Alles klar. Ich komme direkt, ich muss noch gerade ins Auto. Ja, mach nur. Ist das normalerweise die Arbeit für eine Praktikante? Warum sehen die so unterschiedlich aus? Ey, das ist einfach, weil normalerweise, wir haben ja über Sommer, haben wir halt eben ja Werksverkauf. Und da ist es ja so, dass wir halt eben sauberes Hackmaterial, sprich sowas für Gardeentdeckung verkaufen. Okay. Die Leute kennen es halt eben jetzt nicht nachvollziehen, aber wenn du halt eben da stehst, wenn du jetzt Rindemulch oder sowas hast. Ich wollte gerade sagen, Rindemulch ist ja relativ stramm immer. Genau, das stinkt halt eben auch. Und, hat halt eben auch, ich sag mal, den kleinen Nordel von der Farbgebung, es ist schwarz. Ja. Das heißt, irgendwo in den Neubaugebieten oder sowas passt es halt eben meistens nicht so zu den Häusern. Und das Store ist halt eben genial dafür, weil es einfach super aussieht und es hält auch viel länger, stinkt nicht und so weiter und so fort. Das sind ganz normale Waldhackschnitzel, das ist eigentlich für die Verbrennung gedacht. Ne? Okay. Also das wird auch geheizt. Wo wir eigentlich auch schon beim Thema sind, erneuerbare Energie ist ja momentan eigentlich der Trend. Es ist halt eben eigentlich klimaneutrales Produkt oder sogar klimapositiv, wenn ich mit den Hackschnitzel heize, weil es ist einfach so, du kannst das Material also verbrennen, du tust das aus Abfall im Prinzip das, was eigentlich weggeschmissen wird, echt und so Kram, sage ich jetzt mal feines Material, du tust das halt eben herstellen. So, und da ist es so, nachher die Asche, die da bei der Verbrennung übrig bleibt, kannst du nochmal einen natürlichen Kreislauf in Form von Dünger ausbringen. Ne? Und da hast du quasi, in Anführungsstrichen, klimaneutral halt eben geheizt. Ja. Weil das ist eigentlich das, was man früher irgendwo in die Hecke gedrückt hat oder was früher einfach liegen geblieben ist, weil es keiner nutzen kann. Mhm. Ne? Also, da stehen wir jetzt vor der Maschine, die das Material im Prinzip produzieren tut. Das Ganze ist eigentlich ein relativ einfaches System. Das heißt, die Maschine gibt es grundsätzlich in zwei Ausführungen. Es gibt sie entweder als LKW-Maschine, das heißt fest auf dem LKW aufgebaut. Das sind eher richtig große Maschinen, also mit 500-600 PS, was halt so ein LKW hat. Wie viel Zentimeter Durchlass haben die? Also da kann man sich eher was drüber vorstellen. Also es gibt hier starke Unterschiede. In der Klasse haben wir jetzt so bis 40 Zentimeter. Materialstärke
Es gibt allerdings auch so angehängte Maschine bis 80, 85 cm Materialstärke. Die hängen dann halt eben an richtig große Traktoren. Gut, ist das hier nicht ein großer Traktor? Also in meinen Augen ist es schon ein großer Traktor. Gut, ich sag mal so, ja, es ist jetzt kein kleiner, ne, aber ja, es ist im Mittelfeld. Ne? Es hängt ja immer davon ab, was will ich denn damit irgendwie erreiche. Also grundsätzlich ist das hier eigentlich ein ganz einfaches System. Das Gerät wird halt eben über Zapfwelle vom Traktor aus angetrieben. Das heißt, die Kraft kommt im Prinzip, die stellt der Traktor zur Verfügung. Das Ganze geht dann hier über Untersetzung hier rein. Und das ist eigentlich auch schon im Prinzip, wenn man so sieht, die ganze Maschine. Da sind einfach, kann man sich vorstellen, wie so Spargelschäler. Da sind Messer drin und der Stamm kommt von da hinten rein und wird dann quasi abgeschabt. Und dadurch entstehen halt eben diese Chips oder diese Holzhackschnitzel, die man eben gesehen hat. Das da wird runtergeklappt, dann kommen die Stämme da rein, gehen da durch, wie ich eben erklärt habe, und kommen dann quasi oben aus dem Rohr raus und gehen dann entweder auf eine Haufe oder auf einen Anhänger irgendwie dann drauf befördert. Ne? Ja, also so viel vielleicht dazu. Ja, ich denke, mir wäre das noch in Aktion sehen. Sieht schon abgefahren aus, dass hinten der Schutz von den Blinkern, dass das so massiv ist. Aber es ist halt, wenn hier die Bäume reinkommen, wie du es gesagt hast, die sind halt teilweise einfach breiter als das ganze Gefährt hier. Und dann sieht man halt hier, dass da oben alles schön vermackt ist. Lässt sich eigentlich auch mit vermeiden, weil das sind halt eben die Äste, wo ich rausgucke oder sowas. Ja, es ist halt eben alles so gemacht, dass man halt eben... sah nicht mal sich jetzt im tagtäglichen Betrieb, wie jetzt, was du gerade angesprochen hast, da hinten, nicht, wenn man irgendwo rückwärts ein bisschen die Gehe fährt, sich gleich ein Lampeglas kaputt fährt, weil das kommt eigentlich oft vor, gerade bei so Maschinen. Ne? Da, wo mein Paps arbeitet, da sind eigentlich alle zwei Tage nämlich genau die Blinker kaputt, die bräuchten eigentlich hier auch so diese Schutze mit 4 mm Blech. Schreibt mal in die Kommentare, vielleicht habt ihr auch irgendwie einen Betrieb, wo ihr arbeitet, wo das ähnlich ist, wo immer die Blinker... Also eigentlich in der Hälfte von der Zeit funktionieren die Blinker nicht. Jetzt gehen wir aber noch kurz in den Traktor rein. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare. Oh, ich mache mal die Spinnenweben weg. Viele von euch sind bestimmt schon mit dem Traktor mitgefahren, aber ich bin noch nie in so einem neuen Traktor mitgefahren. Also quasi ist eher so mal. Heutzutage ist nicht mehr wie früher entweder Schaltknüppel zwischen der Bahn oder rechts da so ein langes Ding. Heutzutage macht man ja alles irgendwo mit dem Joystick. Das heißt, wir haben hier einfach nur noch Hochschalte, Runterschalte, dann haben wir hier diverse Sonderfunktionen auf diesem Joystick, die ich halt eben normalerweise im tagtäglichen Betrieb halt eben brauche. Ja, grundsätzlich haben wir halt eben jetzt hier noch zusätzliche Armlehnen, wir haben zusätzliche Joystick, so wie das hier. Das ist das, was der Philipp eben angesprochen hat. Und zwar müssen wir ja noch irgendwie den Hacker da hinten bedienen. Das heißt, wir haben normal hier die Möglichkeit und können den Sitz um 90 Grad drehen und können dann quasi mit freier Sicht nach hinten, können wir dann quasi über die Joysticks das, die Maschinen bedienen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel noch Monitor für die Rückfahrkamera. Die ist jetzt umfunktioniert als Turmkamera, weil wenn der Turm oben ist, das heißt der Auswurf, ist der so hoch, dass ich nicht in die Mulde oder in die Anhänger reingucken kann. Und damit ich das trotzdem sehe, haben wir hier halt eben die Kamera. Das ist die Bedienung von der Maschine. Wir haben halt eben noch Funkgeräte auf unserem Traktor und ansonsten ist hier alles drin, wie im Auto eigentlich auch. Wir haben da oben Navi, wir haben Klimaanlage, Heizung und so weiter. Ich habe so keine fort. Klimaanlage in meinem Auto. Ja, gut, okay. Also in der neueren Auto, sage ich mal so. Okay. Genau. Wie breit ist denn so ein Traktor? Weil es sieht jetzt von hier oben schon echt abgefahren breit aus. Also der normale Traktor ist also nicht breiter als er sein darf. Das heißt 2,55 Meter. Sind das LKW-Maße? Genau, das sind LKW-Maße. Es gibt halt eben auch kleinere Traktoren, aber in der größeren Klasse sind die meisten Traktoren nicht breiter als 2,55 Meter. Wir haben jetzt hier die, sage ich mal, Ausnahme, bei mir der Hacker dran haben und der ist 2,85 Meter breit, was eigentlich, sage ich mal, Überbreite ist. Wir dürfen das in Land- und Forstwirtschaft zwar fahren, müssen aber das Ganze kenntlich machen. Und zwar das, was jeder Autofahrer bestimmt auch kennt. Und zwar sind das oben rechts und links diese gelbe Warnleuchte, diese Rundumleuchte.
Und somit haben wir halt eben eine Außenbreite von 2,85 Meter. Ne? Jetzt zeigt Achim uns noch einmal den Häcksler, den Hacker. Da bin ich mal gespannt, weil so einen großen habe ich noch nicht live gesehen. Im Himmel. Alter, das war ja mal mega krank, ey. Mega geil. Wir haben hier das Band und diese Trommel da oben, das ist der Einzug an sich. Das heißt, das läuft gehläufig, das Band läuft so rum und die Trommel läuft so rum. Dadurch wird halt eben das Material jetzt, ich tue das jetzt einfach mal so simuliere, halt eben da hingezogen. Ja. Und das, was man jetzt da hinten sieht, das ist diese eigentliche Hacktrommel. Das heißt, das sind immer versetzt. Immer wo Schraub ist, ist im Prinzip ein Messer. Ja. Da hinten sieht man jetzt schön diese Hacktrommel, das heißt, da sind jeweils wo so Schraubekopf ist, sind halt eben die Messer fest. Der hier hat 8 Messer, die sehen so aus. Die sind einfach. Sind eigentlich auch wie normale Hobelmesser von genau, der Maschine. Genau, richtig. So sehen die auch aus. Ist auch im Prinzip nichts anderes. Sind auch asozial scharf. wie scharf sind sie? Die sind asozial scharf. So sagt man bei uns im Saarland. Ah, okay. Genau. Wie gesagt, das ist eigentlich schon das komplette Prinzip von dieser Maschine, wie das funktioniert. Dann geht es halt eben der Auswurf und wie man eben gesehen hat, dann entweder auf einen Anhänger oder auf einen Haufe halt eben. Ja, man muss ehrlicherweise sagen, es ist bei uns im Saarland oder bei uns in der Region generell eigentlich ganz, ganz wenig verbreitet. Okay. Einfach, weil es die Leute nicht kennen. Die meisten Leute können sich da überhaupt nichts drunter vorstellen. Und ich kann jedem nur nahelegen, der da Interesse dran hat, sich mal mit dem Thema zu befassen. Mhm. Wie gesagt, ich denke, meine persönliche Einschätzung ist, dass das über die Jahre gesehen auf jeden Fall noch sehr, sehr relevant wird für uns. Ja. Für unser komplettes Konzept, weil wie gesagt, Öl und Gas und sowas ist ja auch nicht, nicht jetzt unbedingt immer so perfekt. Ne? Was man vielleicht auch dazu sagen sollte, also ich kenne es aus dem Fernsehen, manchen Sendern, wo dann die riesen, wirklich auch Eichenstämme platt gemacht werden, um dann Spanplatten draus zu machen, das ist halt hier nicht so der Fall. Nee, das soll man, also ich denke, wenn man das hier sieht, dann denkt man immer dran, okay, jetzt werden die Bäume, wo normalerweise, die normalerweise ins Sägewerk kommen, werden direkt hier durchgejagt. Das ist halt hier natürlich nicht der Fall. Genau, also wir tun grundsätzlich, verwenden wir nur das Material, was man tatsächlich anders da weiterverwenden kann. Das soll es auch quasi schon für das Video heute gewesen sein. Wollt ihr nur was sagen? Ihr schaut mich alle so an, so, ah, nee, immer weiter nach hinten gehen. Nee, habt ihr noch was zu sagen? Schön, dass du da warst. Schön, dass ich kommen durfte. Also mega interessant und ich denke, da waren wirklich viele Clips dabei, die auch, also gerade das mit dem Hacker, das war schon mega, mega cool. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt oder was ihr noch genauer sehen wollt. Also vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, wenn ihr im Wald mal seid oder was klein macht, dass man das dann im Wald dann wirklich on the job zeitmäßig seht. Auf jeden Fall, genau, das wäre bestimmt noch interessant. Ne? Schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage immer, schöner Tag wünsche ich euch. Ja, danke, gleich. Ciao. 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 Boah, das ist jetzt schon eine Ehre, weil wie war das, wer schreibt, der bleibt. Boah, das ist doch schon lange her, wo ich das sowas nicht mal gemacht habe, ey. Ja, okay, ist ausbaufähig.